auf anderen Systemen, PC-Versionen und C64 und so weiter, ist, glaube ich, auf nahezu allen guten damaligen Systemen umgesetzt worden. Das Klassische dran ist, dass die Animationen der Figuren entsprechend digitalisiert sind. Du hast kein Zeitlimit und die Figur hier, die sind digitalisiert. Ich glaube, das ist das erste Spiel überhaupt, was damals in den 80er Jahren mit digitalisierten, also Motion Tracking Menschen, also quasi überhaupt, ne? Also können hier mal, ich glaube hier oben, muss ich hochspringen, können sie hochziehen. Also das ist schon damals bahnbrechend gewesen. Ich soll mal was trinken. Also ich finde es, Prince of Persia ist eigentlich heutzutage immer noch gut spielbar. Aus meiner Kuhtasse, unglaublich. Und du kannst jetzt, ich müssen, glaube ich, hier sogar runterspringen. Und hier fällt unten, bricht es zusammen. Du musst jetzt, glaube ich, hier irgendwie runter. So, ich weiß, ich habe das schon lange nicht mehr gespielt. Du musst, glaube ich, jetzt hier runter, genau. Und dann musst du, glaube ich, weiß es gar nicht mehr, nach links oder so, nach oben. Aber mal sehen, was da früher, da hat das Ding, da muss man mal rüberspringen. Tot. Sehr schön. Also der Tod ist an jeder Ecke, wie man so schön sagt. Aber es ist schon, also von der Animation her, ein Sahnestückchen, würde ich sagen. Wir können auch nach rechts schnell mal schauen. Unten links sieht man, ganz unten links, wie ihr das seht, seht ihr diese Dreiecke. Also wir haben noch zwei Energy. Oh, den müssen wir, glaube ich, später besiegen. Da brauchen wir noch ein Schwert oder so, ha? Gehen wir schnell hoch. Wie weit? Jetzt muss ich mal schauen. Springt war. Nee, muss. Ist das so wirklich gewesen? So? Und dann so? Okay, weiß ich gar nicht mehr. Also beim. Weiß ich gar nicht. Gameboy gezockt. Aha, zu hoch. Ja, Timing. Also da ist einfach das Timing hier relevant. Aber dass es auf dem Gameboy gab, habe ich nicht mitgekriegt. Ich habe auf dem Gameboy so nicht so viel Spiel gehabt. Aber gab's, wie gesagt, es gab es ja fast für jedes System. So, jetzt haben wir es geschafft, okay. Also hier musst du rechtzeitig genaues Timing haben. Hier, wie war das? Bodenplatte. Gehen wir hier schnell mal runter. Wir können hier, glaube ich. Da ist. Ah, ich glaube, wir sind gestorben. Ich glaube, wir sind gestorben. Press Button. Also einmal machen wir noch. Prince of Persia, einmal geht noch. Wie gesagt, nennen wir diese Spiele Appetizer. Ich finde das immer lustig, weil du kannst immer so ein Spiel damals relativ gut reinschnorken für ein paar Minuten und dann Ende der Session sagst du dir dann einfach, ach komm, das möchte ich dann länger spielen. So schaust du dir erstmal so ein bisschen Spielchen an, was es dann so alles gab und dann pickst du dir das raus, was du dann länger spielen willst. Einmal geht noch, ha? Also wenn du sagst, einmal geht noch, ist das eigentlich ein gutes Spiel. Ja? Wenn du sagst next, dann wird es immer kritisch. So, hoch. Da war das Timing so? Nee. Okay, sowas nicht. Okay, wir haben es gesehen. Next.